Scheinbar beginnen die Leute eine coole Herausforderung. Bereite dein Popcorn vor. Es wird lustig werden. Eine ganze Polizeiabteilung ist bereit für die Arbeit. Genau, man braucht Abzeichen. Ellie hat an alles gedacht. Das ist viel besser. Dieses Essensverbrechen muss gelöst werden. Dieser Donut ist so frisch und saftig. Betty kann ihn nicht so schnell essen. Warum? Weil sie sich in einer Donutfalle befindet. Ihre Freunde kommen ihr helfen. Oh, was hat sie vor? Beeindruckte Zuschauer sollten hier lieber wegschauen. Gute Leistung. Und die Finger sind sicher. Nur der Donut wurde verletzt. Betty hat die zwei Hälften des Donuts zerstört. Wir müssen weitermachen. Hier ist alles in Ordnung. Vorsicht, hier besteht die Gefahr des Überfressens. Aber hat Ellie jemals aufgehört? Die Essensgeschwindigkeit vergrößert sich. Nur noch ein paar Bissen. Was ist passiert? Die Füllung ist weg. Das passiert schon mal. Bob und sein riesiger Donut betreten die Arena. Wer wird gewinnen? Das Ergebnis ist unerwartet. Die Zuschauer schauen sprachlos zu. Das Lätzchen hilft ihm nicht beim Scheitern. Das ist eine weitere Belohnung für denjenigen, der die Donuts so professionell isst. Für so einen winzigen Oreo braucht man eine Mini-Milchportion. Er schmeckt so lecker. Es ist kein Geheimnis, dass Kekse ohne Milch nicht gerade die beste Wahl sind. Aber wenn man Milch hinzufügt, werden sie viel besser. Ellie hatte Glück. Der arme Bob weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Was passiert hier? Ein originelles Gesichtstattoo, um sich an seine Milchabenteuer zu erinnern. Der Sieg kommt zu keinem so einfach. Was hat Ellie? Betty hat mehr Glück. Macht Bob beim Spiel nicht mit? Wow, die Größe spielt wirklich keine Rolle. Es ist okay, ein kleiner Hotdog ist auch nur Essen. Ellie hat die erste Aufgabe erfolgreich gemeistert. Er ist lecker, aber so klein. Betty ist dran. Wow, ihr Appetit kennt kein Limit. Fertig. Das ist beeindruckend. Hier kommt der interessanteste Teil des Wettkampfs. Ups, scheinbar hat jemand Mist gebaut. Diese Saison ist das scharfe Mayonnaise-Make-up in. Hey, hör auf damit. Es gibt eine neue Herausforderung. Wow, was für ein Volumen. Ist das nicht zu viel für die kleine Ellie? Bob lernt, das Essen zu genießen. Und nur Betty trinkt ihren Softdrink, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Das reicht. Ellie hat das Warten satt. Wie lange muss man auf Cola warten? Das ist mal ein Volumen. Das Publikum liebt es. Wie wäre es mit einer minzigen Ergänzung? Bob ist sehr schlitzohrig. Ellie riskiert es, sich in eine Fontäne zu verwandeln. Das ist eine sehr laute Reaktion auf die Minzsüßigkeiten. Bob wurde von einer Explosion gesprengt. Alle haben ihre Teller genommen. Na, ein Gemüsemenü beeindruckt die Teilnehmer nicht gerade. Sie sind auf keinen Fall Brokkoli-Fans. Eine kleine Portion Gemüse zu essen ist echt einfach. Wow, Bob ist entschlossen. Er hat den Wunsch zu gewinnen. Wird er mit etwas Wasser besser schmecken? Wahrscheinlich nicht. Oh, scheinbar hat jemand beschlossen zu schummeln. Aber durch diese Gelegenheit wurde alles wieder richtig gebogen. Was für ein Schlag, das war fair. Alle haben die Geräte bekommen, jetzt beginnt der Kampf. Betty hat eine ungewöhnlich kleine Menge an Süßigkeiten bekommen. Aber was soll man damit tun? Aber Bob hat keine Zeit, traurig zu werden.
Dieser Kerl weiß, wie man Marshmallows brät. Das ist ein extrem zarter Geschmack. Halte die ganze Welt an. Wer ist das? Scheinbar hat der Marshmallow-Mann seinen Liebling ausgewählt. Das ist das Treffen ihrer Träume. Man soll seine Süßigkeiten nicht unbeaufsichtigt lassen. Jetzt hat Bob seine Lektion gelernt. Es ist eine perfekte Tat. Der Beweis ist auf ihrem Gesicht und ihren Händen, aber die Täterin gibt es nicht zu. Als nächstes haben wir eine Pizza-Herausforderung. Ellie kümmert sich um ihre kleine Freundin. Eine Pizzarolle? Das ist eine originelle Idee. Alle sind eifersüchtig auf dieses kulinarische Meisterwerk. Das ist ein ausgezeichneter Geschmack. Oh, Leonardo ist hier. Wo ist der Rest der Ninja-Schildkröten? Zu ihm kann man einfach nicht Nein sagen. Das klappt mit allem. Was für eine Enttäuschung. Diese Zimtschnecke ist winzig. Mission erfüllt. Ellie hat ein echtes Talent. Sie ist schnell, aber redet wenig. Wer hat gesagt, dass man die Regeln einhalten muss? Man sollte immer Platz für Improvisation haben. Das ist ein ungewöhnlich cremiges Make-up. Eine Zirkuspantomimin hat Bob gesagt, dass er dazu bestimmt ist, Erfolg zu haben. Nur eine Handbewegung und keine Magie. Jeder Teilnehmer dieser Herausforderung bekommt, was er verdient. Hey, warum so ein trauriges Gesicht? Jetzt zeigt Bob, wie man Bläschen macht. Oder halt nicht. Jetzt ist Betty dran. Und es wird heiß hier. Wow, das ist ein großartiges Ergebnis. Aber jetzt wird jemand eine Glatze bekommen. Wow, eine ganze Rolle Kaugummi. Eine pinke Mumie wurde zum Leben erweckt. Es ist eine peinliche Situation. Endlich ist zwischen den Freunden klar, wer wer ist. Man sieht sofort diejenigen, die Glück haben. Es ist schwer, dieses winzige Macaron zu sehen. Sie werden eine Lupe benutzen müssen. Dasselbe ist Ellie passiert. Es ist schwer, diese freudige Überraschung ohne ein weiteres Hilfsmittel zu sehen. Je größer die Torte ist, desto schwerer ist es, sie zu essen. Aber Betty ist das egal. Pink steht ihr übrigens richtig gut. Voilà! Wie kann man zu Pommes schon Nein sagen? Aber was soll man tun, wenn es davon nur so wenig gibt? Stimmt, essen und sich nicht beschweren. Auch wenn jemand etwas mehr bekommen hat, ist das keine Entschuldigung, eifersüchtig zu sein. Jetzt zeigt Ellie, wie man Fastfood liebt. Mit so einer Portion kann man das einfach tun. Hey, werden diese Pommes in Soße ertrinken? Sie sollten lecker sein. Ellie isst, als ob sie noch nie Essen gesehen hätte. Wen interessieren schon Manieren? Aber es ist noch lange nicht alles verloren. Wir brauchen ein riesiges Handtuch. Und etwas Geduld. Ist hier ein echter Geist gewesen? Bob hat endlich Glück. Ein Berg von Pfannkuchen ist eine leckere Herausforderung für eine Naschkatze. Ellie ist auch zufrieden mit ihrer Wahl. Die Einzige, die weint, ist Betty. Vielleicht wird etwas Marmelade sie aufmuntern? Es gibt eine geschichtete Torte mit leckerer Füllung. Ellie hat Fantasie. Wenn sie Marmelade essen muss, dann braucht sie ein größeres Glas. Warum sollte man sich mit einem kleinen zufrieden geben? Es ist kein Problem, dass es nicht gerade bequem ist zu essen. Oh, jemand steckt in Schwierigkeiten.
Die Leute sagen, dass man jede Chance nutzen soll, die man bekommt. Ein effektives Selfie, um diesen Moment festzuhalten. Sie werden sich immer daran erinnern. Die Freunde sind bereit für die nächste Runde. Man kann sofort verstehen, wer der Glückliche hier ist. Es ist ein Mikroburger, aber man kann ihn leicht essen. Bob hat eine mittlere Portion bekommen und er hat sie schnell zerstört. Das ist ein reicher Geschmack. Und es gibt so viele eifrige Leute in der Nähe. Ein schludriger Hamburger hat seine Besitzerin im Stich gelassen, aber sie war nicht sehr aufgebracht. Das ist der Wechsel des Jahrhunderts. Weinende Verlierer. Man sollte vorsichtiger sein. Das ist so traurig. Die Sushi-Liebhaber haben sich an einem Ort versammelt. Ja, sie brauchen Essstäbchen. Aber sie leisten sowieso keine gute Arbeit. Bettys Geduld nimmt ein Ende. Oh, das ist viel besser. Wir fragen uns, ob es einfacher ist, mit Mini-Essstäbchen zu essen. Die Meinung der anderen ist nicht so wichtig. Wow, das sind keine Essstäbchen, das sind Schlagstöcke. Die Teilnehmer sind fertig. Die Herausforderung ist zu Ende. Wer hat gewonnen? Diejenigen, die alles aufgegessen haben, sind so glücklich. Ihnen ist das Zunehmen egal. Oh, das ist eine langersehnte Belohnung. Für jeden. Wow, Geld ist ein sehr guter Preis. In nur wenigen Stunden wurde Bob zum Millionär und hat ein riesiges Essen bekommen.